Sie machen das ja seit 13 Jahren. Wovon träumen Sie eigentlich nachts häufiger jetzt, so Albträume? Von diesen Fällen oder von der Eislaufkarriere? Also die schlimmsten Träume erreichen mich tatsächlich noch in einer Abiturprüfung vor dem leeren Matheblatt zu sitzen. Oder der entscheidende... Ja, dann ist ja alles nicht so schlimm. Bei dir wird das vielleicht der verworfene 7 Meter gewesen sein, aber es ist der Anlauf zum dreifachen Lutz. Daher lässt mich tatsächlich nachts noch mal schweißgebadet aufwachen. Oh, und was? Der ging daneben damals. Ja, aber es gibt auch einen, der geklappt hat, ne? Also, ja, den hat es auch mal geklappt. Also ich träume ja immer das Gleiche, und das ist wahrscheinlich so ein Sportlertraum. Ich träume immer, dass ich in die Handballhalle komme und die spielen schon. Ich bin zu spät und ich kriege mich nicht umgezogen. Und das geht gefühlt stundenlang. Wenn ich meinen Turnschuh anhab, habe ich meine Jacke wieder an. Wenn ich meine Sporthose anhab, ist wieder irgendwas anderes. Und interessanterweise, der Mehmet Scholl, der hat das mal schon vor Jahren irgendwann gesagt, der träumt genau das nur mit Fußball. Also es sind so diese Stressdinger. Ein ganz blöder Traum ist auch, dass ich manchmal träume, ich muss jetzt noch mal aufs Eis. Und das mit 5 Kilo zu viel und mit der schlechten Kondition. Und denke mal, was mache ich denn hier mit all diesen 22-Jährigen? Ich bin 56. Wir gehen aufs Eis jetzt, denn wir, also du musst nicht davon träumen, aber es hat große Momente in der aktiven Eislaufkarriere von Rudi Cerne gegeben, unter anderem halt 1984 in Budapest. Und da hat ein Sprung sehr, sehr gut geklappt. Jetzt Tempo aufmachen zum Lutz. Den muss er dreifach springen. Den muss er dreifach springen, sonst gewinnt er keine Medaille. Ja! Jawohl! 1, 2, 3 mal die 5,9. Damit liegt er im Augenblick hinter Fadejew auf dem 2. Platz. Und jetzt stehen die 3 Medaillengewinner oben. Rudi Cerne, Alexander Fadejew und 3. Norbert Schramm. EM Silber, der größte internationale Erfolg. Schön, mit dem muss er dreifach springen. Ja. Hans-Joachim Rauschenbach, großartiger Reporter, wusste also, so eine spannende Kür noch spannender zu machen. Könntest du so eine Kür noch nacherzählen? Oder also wüsstest du genau, wie es abgelaufen ist? Da sitzt eigentlich noch jeder Schritt, zumindest im Gedanken. Ja, ja. Ach. Ja. Siehst du, so präsent ist. Aber nur in Gedanken. Ja. Okay. Wie ist es mit der gesamten Eiskunstlauf-Vergangenheit? Ist sie überhaupt noch, klar, bei diesen Träumen, aber ist sie im aktuellen Leben bei dir noch ein Thema? Oder ist sie immer nur ein Thema so für uns, die dich dann befragen? Wie ist es so 30 Jahre danach? Ist tatsächlich nur ein Thema für diese Runde jetzt vielleicht noch. Es ist ein sehr angenehmes Thema. Ich habe 20 Jahre Leistungssport betrieben. Das reicht dann auch. Und ich bin unlängst auch wieder gefragt worden, wie ist denn das mit Eis? Gehen Sie noch mal in so eine Eishalle rein? Ich mag Eis nicht mal mehr im Hörnchen. Das war einfach... Das war so, ich hätte gedacht, so Weihnachtsmarkt in Hanau. Oh nein, der Cerne kommt. Furchtbar. Also den einzigen Traum, wo wir wieder bei schönen Träumen sind, den ich mir mal erfüllt habe, vor auch schon wieder 10 Jahre her, dass ich mal im Central Park in New York Eis gelaufen bin. Da habe ich meine Kufen mitgenommen. Das war mal so ein Traum, das mal zu machen. Das gibt es ja in all diesen alten Hollywood-Filmen. Das ist schon schön. Eine These ist ja, dass man als aktiver Sportler, egal wie im Leistungsbereich jetzt, dass man ein besonders gutes Rüstzeug für den richtigen Job später mitbekommt. War das bei dir? Würdest du es unterschreiben? Ich würde das so unterschreiben. Im Eiskunstlaufen wird man ja auch noch von Preisrichtern bewertet, von denen die allerwenigsten nur wirklich mal richtig gute Eisläufer waren. Es gibt da auch Ausnahmen. Alain Calmar zum Beispiel, der Weltmeister war, dann später als Preisrichter gearbeitet hat. Der hat aber vor all dieser Politik die Klamotten hingeschmissen, weil er gesagt hat, hier wird nicht mehr nach Leistung bewertet, sondern damals noch mit dem Ostblock. Das muss alles stimmen. Mhm. Du musst natürlich im Leistungssport, das weißt du selbst, mit Enttäuschung zurechtkommen. Da gibt es dann vielleicht den ungerechten Pfiff. Bei uns ist das die ungerechte Note, wenn 3 Herren aus der Bundesrepublik bei den Europameisterschaften vorne mit drin sind, dann können maximal 2 aufs Treppchen. Und dann muss eben einer hinten runterfallen. Das war
1983 ich und 1984 Heiko Fischer. Heiko Fischer damals. Ne? Du hast mal gesagt, du hattest den klassischen Eislaufvater. Ja. Dieses Wort Eislaufvater ist so in den vergangenen 20 Jahren zu so einem Synonym geworden, auch sportartenübergreifend, für eigentlich was Negatives. Mhm. Druck und Trizen und Ehrgeiz in den Sohn projizieren. War das bei dir so damals? Ja, alles hundertprozentig so. Nein, ja. nicht ganz so. Aber es ist schon richtig. Mein Vater war die treibende Kraft. Mein Vater war selbst ein guter Eiskunstläufer, Jahrgang 20. Musste dann in den Krieg und dem ist in Russland ein Bein abgeschossen worden mit 22 Jahren. Mhm. Damit war die Karriere logischerweise zu Ende und der hat in mir, ich war noch mal so ein Nachkömmling, in mir seinen Traum fortgesetzt. Warst und auch so war seine letzte Chance. Also, ne? Da bin ich ihm auch dankbar für. Ja, ne? Die Geschwister sind alle deutlich älter. Du warst so seine letzte Chance. Aber wenn du sagst, du bist ihm dankbar dafür, das heißt, er hat dich nicht zu etwas getrieben, was du nicht wolltest, sondern du verspürst im Nachhinein schon da das richtige Gefühl. Also ich hätte natürlich als Junge aus dem Kohlenpott lieber Fußball gespielt. Tennis war damals auch eine ganz große Nummer. Aber ich weiß nicht, Peter, du kannst das nachvollziehen. Was der Vater damals gesagt hat, war Gesetz. Das wurde gemacht. Du gehst jetzt aufs Eis oder du gehst auf den Fußballplatz oder sonst was. Und ich wollte meinen Vater auch nicht enttäuschen. Der hat ganz große Hoffnung in mich gesetzt. Das hatte ich natürlich mitbekommen. Und es wäre mir einfach, ich hätte mich, glaube ich, geschämt, wenn ich diese Hoffnung nicht erfüllt hätte. Aber es ist schon interessant, so was dann der eigene Antrieb ist und das offensichtlich aber das von außen erstmal projiziert wurde. Was sie dir auf jeden Fall ja beide, Vater und Mutter, mitgegeben haben, ist so eine ganz, finde ich ganz persönlich, so angenehme Bescheidenheit und Bodenständigkeit, gerade ja auch in dem Job, der ja häufig auch anders irgendwie ablaufen kann. Flippst du auch mal aus eigentlich? Oder wann bist du mal verrückt irgendwie so? Ich versuche gerade immer. Nee, wüsste jetzt nicht. Also. Da wäre jetzt, glaube ich, meine Frau die richtige Ansprechpartnerin. Die könnte mehr dazu erzählen. Aber nee, ich versuche das alles immer mit beiden Beinen auf dem Boden irgendwie zu handeln. Das ist ein Junge aus dem Pott, der ist gerade. Ja. Weißt du, der hat das nicht nötig. Ja, der Junge, der gerade Junge aus dem Pott hat. Aber wo du sagst, der hat in Las Vegas geheiratet. Also das, war das so eine Klischee-Nummer? Das hatte auch was mit dem Eislaufen zu tun. Ich habe damals als Trainerassistent bei dem berühmten Carlo Fassi gearbeitet in Colorado Springs. Das war immer in den Sommermonaten, also zur Sommerpause von Holiday on Ice. Und Las Vegas ist nur 2,5 Flugstunden von Colorado Springs entfernt. Ist extrem günstig gewesen, das ganze Heiraten. Das ging ruckzuck. Dann. Und es passierte alles pünktlich. Das sollte auch im Vordergrund. Und wir haben uns damals gesagt, wir möchten diese Hochzeit für uns haben, diese Heirat. Wir wollen das genießen. Ich möchte das Wort pucklige Verwandtschaft vermeiden, obwohl ich es jetzt doch gesagt habe. Wir wollten es einfach nur für uns haben und das hat wunderbar geklappt. Es geht das Gerücht, dass ihr da mit dem festen Willen hingefahren seid, als dann aber gesagt wurde, ja klar, können wir jetzt gleich machen, dass du dann gesagt hast, das geht mir zu schnell, ich möchte noch eine Nacht drüber schlafen. Nicht deswegen, aber das ist tatsächlich so, also ich will jetzt niemanden dazu animieren, aber du kommst da in dieses Hotelfoyer rein und sagst, ich möchte gerne heiraten, wann möchten Sie? Ja, sofort. Ja. Und wir rufen da jemanden an und der bringt sie gerade in diese Wedding Chapel, also in diese kleine Kapelle und es geht los. Und dann, lass mich noch einmal duschen und morgen früh um 11 ist das okay. Ja, wonderful, we do it. Wonderful, you did it, ihr habt es getan. Und wo du sagst, deine Frau könnte besser die Verrücktheiten beantworten, wie sieht es aus, gegen eine diplomierte Tennislehrerin anzutreten als ehemaliger Eisläufer? Bist du stark hin? Da kannst du mit einem Dreifach-Lutz nicht kommen. Nee, das nutzt alles nichts, auch das ganze Rutschen. Ich bin in der B-Note dann manchmal bei der Rückhand besser. Sie gibt mir immer das Gefühl, als hätte ich den Hauch einer Chance. Also nach dem Motto, am Netz, Schatz, komm, den kriegst du auch noch. Aber ich habe noch nicht einmal gewonnen gegen sie. Und das hast schon mal einen Satz ist aber gewonnen? Nicht so schlimm. Nee, auch nicht. Also sie zieht dann immer noch mal an. Und wie das so ist bei den Damen, die oder auch bei den Herren, die eine großartige Erfahrung haben, die wissen halt sehr gut zu platzieren. Ja, ist und dünnes Eis. Da, genau. Ganz dünnes Eis, Peter. Da rennst du dir die Seele aus. Habt ihr denn auch, hast du noch mal Holiday on Ice gemacht? Ja, 4 Jahre lang war ich auf Tournee. Ich bin sozusagen getingelt. War wunderschön. Ja. Aber das macht Spaß. Ja, weil ich immer gefragt habe, wenn also Eisläufer so in Rente gehen, irgendwie ist das jetzt Kohle, aber macht Spaß, richtig? Es macht auch Spaß. Ich war der Star der Show.
Ich bin zwei Jahre lang in dieser Produktion drin gewesen und die haben für mich einen roten Teppich ausgerollt, die eine Treppe gebaut, dass ich da runterkommen kann. War man da irgendeine Figur? Nein, das ist Disney und Eis wahrscheinlich. Ich sage jetzt nicht mal weg. Nein, kein Mickey Mouse. Also, Godzilla und Eis, ich weiß es ja jetzt nicht. Keine Mütze auf, nix, nee. Verstehe. Nein, aber ich vertue mich da. Holiday und Eis ist dann wie so eine Revue. Genau. Ja, genau. Okay. Ja. Man hört das so ein bisschen, dass hier einige aus dem Ruhrpott sind. Ja, wir bitten um Verzeihung. Juli, wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns bist. Dann wünsche ich dir einen schönen Abend. Ganz Leute aus dem Ruhrpott heute hier in der Sendung. Ja.